Wolfsburg gegen Schalke oder wie wir es genannt haben, das Duell der Pioniere. Beide Vereine schon sehr, sehr früh dabei im E-Sport in der Bundesliga. Und das ging auf der PlayStation 4 los. Salzor gegen Juli, den Neuzugang von Wolfsburg, der hier direkt die erste Riesenchance hatte an die Latte. Doch zum Ende dieser ersten Halbzeit dann endlich mal Salzor, der DFB-Trainer, der hier noch selber spielt mit dieser Riesenchance. Das kann gut und gerne auch mal ein Tor sein. Rex Bitschei macht ihn da nicht rein. Ärgerlich für Salzor. Dann die zweite Halbzeit, die 64. Minute. Mal eine schöne Kombination von Juli und dann dieser klasse Pass von Burgstaller. Serdar ist da, macht ihn rein. Klasse Volley-Schuss mitten ins Herz von Salzor. Aber was war das für ein klasse Ball? Und hier sehen wir es mal. Serdar hat unglaublich viel Platz. Da ist ja gar keiner da. Ja, und dann macht das auch einfach stark. Erwischt den Ball. Perfekt. Nichts zu halten. Die Siegerfaust von Juli. War es denn schon die Siegerfaust? Denn es gab ja noch einiges zu spielen. Doch Juli hatte das hier vollkommen im Griff. Die 88. Minute noch eine Riesenchance von Skripski rübergelegt auf Mascarell. Aber dann ist Salzor da auf der Linie, klärt er den. Und es bleibt beim 1:0 auf der PlayStation. Das zweite Duell dann auf der Xbox. Bene CR7 gegen Tim Latka, ein weiteres Urgestein der E-Sport-Szene. Doch, der stellte am Anfang eine Fünferkette auf und die funktionierte mal gar nicht. Nicht mal 5 Minuten gespielt. 1:0 für Wolfsburg, für Bene. Der alte Mann-Jubel hinterher, aber da hat echt gar nichts gepasst. Da waren auf einmal 3 auf einem Haufen und 2 Wolfsburger frei. Er kann sich aussuchen, welchen er anspielt und macht ihn rein. Ja, und die Fünferkette, die zeigte weiterhin, dass sie gar nicht funktionierte. Nur 10 Minuten später im Wetter wieder viel Platz, wieder reingelegt, wieder Tor. 2:0 nach nicht mal 15 Minuten. So konnte es nicht weitergehen. Tim Latka sah das ein, stellte um auf 4-3-3. Ja, und dann kam er aus den Ausstellungen raus. 19. Minute, direkt die erste Chance. Und dann ist da Bujelab an den Pfosten. Es ging also gut los, doch dann passierte wenig. Und auf einmal hatte Bene diese Chance. Klasse gespielt. Und das 3:0 war da. Da wird stolziert und das zu Recht. Was für ein geiler Pass mit der Hacke. Eiskalt versenkt. Das war's dann natürlich. Keine Chance mehr für Tim Latka. 3:0 Niederlage. Im Doppel wollte er es dann richten zusammen mit Juli, denn es gab keine Wechsel, aber es gab Wechsel auf den Controllern, denn auf einmal überspeicherten sich die Spielstände gegenseitig. Sie konnten nicht mehr getrennte Steuerungen einstellen und dann passierte das. Das Spiel ging los. Automatisch ausgeführter Einwurf. Die Schalker schnappen ihn sich. Burgstaller 1:0. Wie bitter für Wolfsburg. Eine sehr, sehr lange Unterbrechung. Es wurde hin und her versucht einzustellen. Und dann dieser Einwurf, der automatisch ausgeführt wird. Und dann eiskalt von den Schalker. Linker Fuß von Burgstaller. Ja genau, Burgstaller, der Nulltore Burgstaller in der Bundesliga. Hier trifft er, und zwar mit links, 5 Sterne auf dem schwachen Fuß. Ja, und dann ging es weiter nach vorne für die Schalker. Rese mit einer Riesenchance. Aber nur ans Außennetz. Auch hier spielten die Schalker eine Fünferkette und hier funktionierte sie besser, auch wenn solche Chancen immer wieder für Wolfsburg herauskamen. Du schießt mir mal was weg. Die 81. Minute, auf einmal dann dieser Pass von Bujelab ganz, ganz weit auf Kutucu. Und was ist denn da los? Der kommt an den Ball und dann geht er am Tor vorbei. Das wäre es natürlich noch gewesen. Doch eine Chance hatten die Wolfsburger noch. Schon die Nachspielzeit abgelaufen. Noch mal ein bisschen hin und her. Und dann leitet er hier nicht weiter. Und viel zu spät der Pass zu Ginczek. Der verdribbelt sich. Spiel aus. Punkte weg. 1:0 für Schalke in diesem Doppel. Das bedeutet, sie nehmen 6 Punkte mit, klettern auf den 4. Platz. Wolfsburg nur mit 3.